Wildhexe. Die 12-jährige Clara ist wie jedes andere Mädchen, aber alles ändert sich, als sie eines Tages von einem schwarzen Kater angefallen und gekratzt wird. Clara entdeckt, dass sie plötzlich eine einzigartige Begabung hat. Sie kann mit Tieren sprechen. Ein ökologisches Fantasy-Abenteuer für die Familie mit Kindern ab 6 Jahren. Kinostart war schon vor 2 Wochen. Der Sperber ist einer der bekanntesten Raubvögel. Bei den Sperbern ist es so, dass geschwächte Individuen sich aus eigenem Antrieb von der Gruppe isolieren. Und wenn er keine Lust hat, Teil einer Gruppe zu sein? Ich stehe ja nicht hier und denke mir das aus. Hey! Blöde Katze! Was machst du hier? Hast du dich verletzt? Mich hat eine Katze gekratzt. Eine schwarze? So eine komische, die mir den ganzen Tag gefolgt ist. Hier, trink das. Das ist Krötengift und Natternspeichel. Vor 2 Tagen war ich doch ganz normal. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Du bist anders als andere. Ich muss das irgendwie unter Kontrolle kriegen. Ich unterrichte eigentlich nur Wildhexen, die gern Wildhexen sein wollen. Wildhexe? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Wir passen auf die wilde Welt auf. Die wilden Pflanzen und die wilden Tiere. Wir sind die Wächter der wilden Natur. Er scheint dich gut zu finden. Der Rat bittet die Auserwählte, näher zu treten. Wenn Chimera die Macht erlangt, wird sie versuchen, die gesamte wilde Welt auszulöschen. Du bist die, auf die wir gewartet haben. Gelobst du, die wilde Welt mit aller Kraft gegen böse Mächte zu beschützen? Ja. Dich nicht von den dunklen Mächten treiben zu lassen, die dir nach dem Leben trachten? Ja. Benutze deine magischen Kräfte, denn nur du kannst die wilde Welt retten. Elliot, das kleinste Rentier. Einmal Rentier sein und den Schlitten des Weihnachtsmanns ziehen. Das ist der größte Traum von Mini-Pferd Elliot. Kurz vor Weihnachten scheint seine Chance endlich gekommen zu sein. Auch das ein Weihnachtsfilm für die Familie, freigegeben ab 6 Jahre. Kinostart war vor einer Woche. Und nun eine Eilmeldung vom Weihnachtsmann. Blitzen hat gestern Abend seinen Rücktritt erklärt. Hast du gehört, Hazel? Jetzt kann ich allen zeigen, dass ich genauso gut wie diese Rentiere bin. Das ist Elliot. Komm schon, Elliot. Los, los, los. Er ist ein Mini-Pferd. Ich war schneller als 15 Sekunden. Und schon beim 127. Mal. Mit großen Träumen. Bitte gib mir doch eine Chance. Glaub mir, ich kann es in Santas Team schaffen. Ich weiß es ganz genau. Ja, weiter so. Und das, liebe Ziegen und Böcke, ist der Grund, warum Santa Rentiere bevorzugt. Diese Weihnachten. Hier werden aus Rentieren Helden, Jungs. Hey, der Eignungstest fürs Kinderteam war letzte Woche kleiner. Minimann, dann gibst du endlich auf, du halbe Portion. Ich gebe niemals auf. Gewöhn dich dran. Rentiere sind Idioten. Sie waren schon immer Idioten und sie werden es auch immer sein. Sogar Santa hat das begriffen. Santa! Wenn du deinem Herzen folgst. Knie, Hufe, Marschock, los! Kannst du alles erreichen. Ja, du schaffst es! Der Kleine hat ein paar coole Moves. Versuch mich nicht zu blamieren. Und allen ein frohes Fest! Wenigstens haben wir einander. Und das ist doch, was zählt. Kleine Helden haben große Träume. Elliot, das kleinste Rentier. Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand. Mit 31 Jahren hat Charles Dickens alles, was man sich wünschen kann. Ruhm als Schöpfer der Romane Die Pickwicker oder Oliver Twist, eine Frau, 4 Kinder, ein großes Haus in London. Das Einzige, was Dickens in den letzten Jahren nicht hatte, war Erfolg.
Seine letzten Bücher waren Flops und sein teurer Lebensstil hat seine Finanzen längst aufgezehrt. Auch das ein Weihnachtsfilm für die ganze Familie, freigegeben ab 6 Jahre. Kinostart nächste Woche. Gott segne einen jeden von uns. Folge mir. Humbug. Naja, dann hatte er ein paar Flops. Wer hat die nicht? Ihnen schwebt ein neues Buch vor. Und wie das schwebt. Meine Lampe ist erloschen. Meine Ideen sind aufgebraucht. Haben wir Probleme? Nein, natürlich nicht. Sie wissen doch, dass ich nicht gestört werden will, während ich arbeite. An Heiligabend, so heißt es, strömen die Geister in die Nacht hinaus. Also wirklich, Mr. Dickens, Taschendiebe, Straßenmädchen. Humbug. Solche Kreaturen haben in Büchern nichts zu suchen. Charles! Humbug! 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 Es geht um einen Geizhals. Und Heiligabend trifft er auf so etwas wie übernatürliche Figuren. Hat es auch einen Titel? Humbug. Das Klagelied eines Geizkragens. Weihnachtsgeistergeschichte, Weihnachtslegende, Weihnachtsballade, irgend sowas. Der Name muss stimmen, dann kommt die Figur schon zum Vorschein. Scratch, Scruncher, komm raus, Scrooge! Schließen Sie das Fenster, glauben Sie, ich habe Geld zu verschenken. Mr. Scrooge, wie überaus erquicklich, Sie kennenzulernen, Sir. Das Kompliment kann ich nicht erwidern. Wir beide werden zusammen wunderbare Dinge erschaffen. Ach, oh Gott! Eine Welt so zum Leben zu erwecken. Ich konnte die Leute fast sehen und hören, wissen Sie? Selbst wenn Sie es schon geschrieben hätten, wir würden es nie gedruckt in die Läden kriegen. In nur 6 Wochen. Wenn ich das Buch nicht beende, werde ich nie wieder schreiben. Die Figuren tun einfach nicht, was ich will. Ich bin hier der Autor. Ja, angeblich. Einen fröhlichen Geist? Was soll das bedeuten? In der Jahreszeit der Hoffnung werden wir niemanden ausschließen. Ein jeder wird willkommen sein. Ich muss das bis 9 in die Druckerei bringen. Aber dann haben Sie immer noch keinen Schluss. Ich wünsche allen miteinander ein fröhliches Weihnachtsfest. Das reicht. Zurück an die Arbeit. Ha, Gott segne einen jeden von uns. Oh je.